Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ja, es wurde bereits vieles Wichtige gesagt und eines möchte ich hier auch nochmal hervorstellen oder entsprechend herausstellen, ist die Tätigkeit der vielen Ehrenamtlichen im Wintersportbereich. Das geht über den Thüringer Wald hinaus bis in die Flachländer hinein, wo man letzten Endes auch mithilft, Eisbahnen zu präparieren, wo man mithilft, Loipen zu präparieren und das natürlich vielfach auf ehrenamtlicher Basis und diesen Ehrenamtlern gebührt zunächst mal hier unser Dank. Meine Damen und Herren, ich habe früher auch mal Leistungssport gemacht, bin auch nach Oberhof an die KVDS delegiert worden, deswegen bin ich auch hier als Redner vorgeschlagen worden von meiner Fraktion. Oberhof ist in der Tat ein wichtiges Zentrum, hat eine zentrale Bedeutung damals gehabt, neben den Zentren Klingenthal, Oberwiesenthal und nicht zu vergessen auch Altenberg. Die Skiorte hier in Thüringen, Spiedefeld, Suhl, Zellermelis, Hula, ist ja schon alles gesagt worden, Neuhaus am Rennweg, Ilmenau, Broderode, Schmalkalden und die vielen anderen, spielten im ehemaligen Bezirk Suhl dabei eine herausragende Rolle. Viele Ausnahmeathleten im Rennschlitten, Bobsport und Skeleton, Skisprung, Skilanglauf, Biathlon haben Thüringen in der Weltspitze bekannt gemacht und würdig vertreten. Dabei konnte das Land Thüringen anfänglich noch auf hervorragend ausgebildete Stützpunkttrainer bauen. Das wurde vor uns angesprochen, das lief zu Zeiten der DDR etwas besser. Und nach der Wende, und das ist leider der Fall, sind in vielen Stützpunktzentren die Lichter ausgegangen. Die Förderung durch die heimischen Betriebe und Betriebsteile kam zum Erliegen. Und da diese natürlich über die Treuhand meist geschlossen wurden oder selbst um das Überleben kämpfen mussten und keine finanziellen Möglichkeiten mehr hatten, den Sport zu unterstützen. Aber allgemein ist hier auch schon vom Herrn Kemmerich angesprochen worden, dass es um die Verknüpfung geht, Wintersport zu stärken und zu fördern. Das heißt natürlich auch einiges dafür zu tun, dass das Marketing funktioniert. Und hier ist es so, dass, wenn man im Internet mal nachschaut, man auf eine Seite oder auf zwei Seiten stößt. Das ist einmal rennsteig.de und Thüringen Info von einem Herrn Henry Chauderna, der das hier in Eigeninitiative betreibt. Und dafür müssen wir Dank sagen. Hier sind offenbar Privatinitiativen besser organisiert, als das seitens der Landesregierung betrieben wird. Wenn wir die Zahlen uns anschauen, also in Zahlen ausgedrückt, dann betreiben 2/3 der sportlich aktiven Deutschen über 13 Jahre, über das also Alter 13 Jahre Wintersport. Das heißt, es sind 27,7 Millionen Menschen. Das ist ein Umsatz von 16,4 Milliarden im Jahr. Und damit ist das Skifahren mit Abstand die wirtschaftlich bedeutsamste Sportart in Deutschland, von denen Thüringen viel besser profitieren könnte. Derzeit liegt aber Thüringen nach der nationalen Grundlagenstudie von 2018 auf den letzten Rängen. Der Harz und das Erzgebirge schneiden hier im Ranking der Wintersportziele bedeutend besser ab. Aber alle Mittelgebirgslagen haben zudem damit zu kämpfen, dass in den vorangegangenen Wintern die Schneesicherheit neben den Corona-Beschränkungen das größte Problem darstellt. 2020, 2021 und 2022 ist aufgrund der Covid-Maßnahmen der Wintertourismus nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Noch so ein Winter ohne viel Betrieb kann die Branche nicht verkraften. So sehr auch wir uns über olympische Medaillen Thüringer Wintersportler freuen, so sehr dürfen wir bei aller Bedeutung des Spitzensports, dem Breitensport, nicht aus dem Auge verlieren. Und natürlich müssen wir an Anreize denken für alle Ehrenamtler, die Loipen spuren und sich um die Beschilderung in den Wäldern kümmern. Und da sollten wir, denke ich, auch das nicht aus den Augen verlieren. Doch wie wird es weitergehen? Die Prognosen für die nächsten Jahre sehen weniger rosig aus. Experten sind sich einig, dass Skifahren bereits in den kommenden 30 Jahren unterhalb von 800 Meter eher zur seltenen Ausnahme werden wird. Schon jetzt ist eine Skisaison ohne Schneekanonen kaum noch denkbar. Bei den immer weiter steigenden Strompreisen kann der Betrieb solcher stromfressenden Schneekanonen privatwirtschaftlich nicht gestemmt werden. Diese Kosten aus steuerfinanzierten Fördertöpfen zu nehmen, wäre Frevel.
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Allein auf Schneetourismus können wir also nicht mehr setzen. Es müssen Sommerattraktionen in den Wintersportarten implementiert werden, damit eine ganzjährige touristische Auslastung dort gewährleistet werden kann. Dahingehende Konzepte werden wir als AfD-Fraktion gerne unterstützen. Vielen Dank.